in a golden ball, making his way to the ring. From Chicago, Illinois, weighing in at 222 pounds, CM Punk ist zurück in Chicago und auch die Pay-Per-View Prophecy, der ganz besondere Blick auf die Pay-Per-Views von WWE und TNA von WrestlingGames.de meldet sich zurück. Ja, wir sind nicht wie eben eingeblendet in Tucson, Arizona, sondern eigentlich in Chicago, Illinois in der Allstate Arena, wo am kommenden Sonntag bzw. in der Nacht zum Montag WWE Payback stattfindet. Mit eben diesem Match hier, was wir uns gleich angucken werden, mit CM Punk gegen Chris Jericho, der jetzt hier nach seinem Einzug einhalten wird. Ein Match, wo viele Leute sehr gespannt drauf warten. Während wir jetzt hier erstmal auf Chris Jericho warten. Der sich natürlich auch die Ehre gibt und seinen Einzug hält. Mit wundervoller Glitzerjacke. Ganz so, wie man es von ihm gewohnt ist. Y2J. Best in the world at what I do. Das ist es, wie sich Chris Jericho selbst bezeichnet. Auf der anderen Seite steht CM Punk, der Beste in the world, eben auch selbst ernannt. Ja, und dieser hatte sich eigentlich in den letzten Wochen relativ rar gemacht. War nach WrestleMania nur noch einmal zu sehen, als er bei War eine kurze Ansprache hielt. Die allerdings dann halt auch wirklich kurz war. CM Punk hat am Anfang des Jahres ein paar herbe Niederlagen einstecken müssen. Hat nach seiner Rekordregentschaft des WWE-Titels sein Gold beim Royal Rumble an The Rock abgeben müssen, hat es dann nicht geschafft, bei Elimination Chamber sich den Titel wiederzuholen und dann eben auch bei WrestleMania gegen den Undertaker verloren. Das sind alles Niederlagen, die man einfahren kann, weil es halt auch gegen Größen des Business sind. Aber für CM Punk war es zu viel, der rang beim Monday Night War nach WrestleMania dann doch mit den Worten und verabschiedete sich dann von seinem ja, Manager Paul Heyman und war seitdem nicht mehr gesehen. Am Sonntag soll er jetzt wieder kommen, um hier bei Payback sein Match gegen Chris Jericho zu bestreiten. In der eigenen Heimatstadt in Chicago, wo er ja auch damals bei Money in the Bank 2011 den WWE-Titel von John Cena gewinnen konnte. Und damals ja auch das Internet ein wenig schockte und dann wurde der große Summer of Punk eingeleitet, der rückblickend vielleicht nicht mehr so groß scheinen mag, aber der doch immer wieder noch in den Köpfen von vielen Fans ist. Ja, und wir gucken jetzt eben in dieser selbst erstellten Arena, gucken wir auf dieses Match von Payback. Natürlich gibt es noch andere Matches, aber wir haben uns dieses Mal rausgesucht, weil es dieses Match ist, worauf sich viele Menschen tatsächlich am meisten freuen. Wo viele sagen, das könnte der eigentliche Showstealer des Abends werden. Das könnte wirklich ein hochklassiges Match werden. Das haben CM Punk und Chris Jericho auch gemeinsam schon bewiesen. Haben ja vor einem Jahr noch ein Match bei WrestleMania bestritten. Und auch in den darauffolgenden Monaten noch gegeneinander gefädet. Da ging es ja eigentlich auch schon um dieses Best in the World und so weiter, dass man das alles ein bisschen abgekupfert hatte. Und dieses Match ist auch für mich von der Entstehung her, beziehungsweise von dem Ausgang her, wollte ich sagen. Es ist auch ein relativ offenes Match. Ich weiß nicht genau, was passieren wird hier am Sonntag. Es ist ja auch im Prinzip noch nicht mal sichergestellt, dass CM Punk überhaupt antreten wird. Ich habe da mir eben mal ein wenig Gedanken drüber gemacht. Es könnte ja auch durchaus sein, dass Paul Heyman sagt, dass CM Punk doch nicht in der Lage ist, wieder ein Match zu bestreiten. Dass man quasi diesen Angle mit der Auszeit von CM Punk noch ein wenig weiterzieht. Und Punk hier dieses Match gar nicht bestreiten kann in seiner eigenen Heimatstadt gegen Chris Jericho und dann jemand anderes vielleicht gegen Chris Jericho antritt. Meinetwegen Brock Lesnar, der jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen wurde, seitdem er bei WrestleMania gegen, bei Extreme Rules gegen Triple H verloren hat. Und seitdem er dann auch nicht mehr aufgetreten ist. Aber auch eben ein Vertreter von Paul Heyman ist. Der ja auch im Vorfeld eigentlich, wir haben nie was von CM Punk gehört. Es ging immer nur um Paul Heyman, der halt im Namen seines Klienten gesprochen hat. Es hat alles angefangen bei einem Highlight-Reel von Chris Jericho, wo Paul Heyman eingeladen war und da hatte Chris Jericho recht unmissverständlich gefordert, dass er ein Match gegen CM Punk eben bestreiten möchte, eben um zu beweisen, dass er eigentlich der Beste der Welt ist und nicht CM Punk, der es nicht von sich behaupten kann, wenn er eben ein paar Monate gar nicht da ist,
und dazu davor auch noch Niederlagen einstecken musste. Während wir jetzt hier den ersten Submission-Versuch von CM Punk sehen. Der allerdings auch jetzt nicht so viel einbringt, weil Jericho sich relativ schnell wieder befreien kann. Ja, und auch so in den letzten Wochen. Da wurde nur von Paul Heyman kommuniziert. Von CM Punk haben wir noch nichts gehört, noch nichts gesehen. Es ist angekündigt, dass er eben gegen Chris Jericho antreten wird, aber ein gewisser Restzweifel bleibt bei mir noch bestehen. Und dann ist es natürlich auch, ja, dann gibt es viele mögliche Szenarien. Es könnte sein, dass Chris Jericho das Match gewinnt und CM Punk dann einfach wieder geht und merkt, Small Package jetzt hier, 1, 2, und dann wird es dann noch in letzter Sekunde umgedreht. Und auch das ist relativ knapp. Jetzt wird es nochmal umgedreht, 1, 2, und dann geht's auch nochmal rüber. Meine Herren, was ist denn jetzt los? Immer kurz vor knapp wird es nochmal umgedreht. Ja, wir kennen dieses Spielchen aus WWE 13. Und mal gucken, wie lange wir sich jetzt hier noch dieses Rumrollen sehen. Ja, langsam hat es was von Slapstick. Und dann ist es dann aber auch dann wirklich der Kickout. Ganz nette Sequenz, sieht man in der WWE. Wahrscheinlich eher selten so. Auch wenn man es in kleinerem Maßstab sicherlich schon mal gesehen hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich gerade war. Achso, ja, auch Chris Jericho könnte dieses Match ja gewinnen und CM Punk damit ein wenig weiter schaden, der dann vielleicht wieder kurz verschwindet. Schön aufgefangen von Punk jetzt, der jetzt Jericho direkt in den GTS nimmt und diesen auch vollkommen durchzieht. Wundervoller Konter und dann auch direkt das Cover hinterher, aber das geht nur bis 1. Ja, schöne Aktion von CM Punk jetzt, der nicht möchte, dass ich ausrede und sage, dass er dieses Match ja eventuell verlieren könnte auch. Allerdings könnte es auch natürlich genauso sein, dass wir am Sonntag einen veränderten CM Punk sehen, der eventuell auch mit einer neuen Einzugsmusik reinkommen kann, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag. Und der dann vielleicht halt sich ganz anders präsentiert und verändert ist und dann halt nochmal neu angreifen möchte. Chris Jericho jetzt hier auch zum Bluten bringt und dann von außen nochmal wunderbar mit einem schönen Elbow Drop geflogen kommt. Eine Aktion. Und dann direkt die Submission hinterher, allerdings ist Jericho direkt in den Seilen und hat da keine weiteren Probleme mit. Joa. Ist also eine Menge Spannung eigentlich in diesem Match, eine Menge Möglichkeiten und auch so hat Payback eigentlich relativ viel zu bieten. Hier jetzt auch nochmal in der Ringecke die Aktion von Punk gegen Jericho. Und ja, was haben wir noch bei Payback alles im Angebot? Es gibt natürlich das große Match um den WWE-Title zwischen John Cena und Ryback, das ja unter Three Stages of Hell Rules ausgetragen wird. Das erste Match wird ein Lumberjack-Match sein. Das zweite Match ist dann ein Tables-Match und sollte dann noch ein drittes Match von Nolten sein. Und das ist es natürlich immer, wird es noch ein Ambulance-Match hinterher geben. Dazu sehen wir Dolph Ziggler jetzt auch endlich mal wieder in Aktion, der seinen World Heavyweight Title gegen Alberto Del Rio verteidigen muss. Und ja, auch die anderen Titel stehen, oder viele andere Titel stehen auch auf dem Spiel. Dieses Match, was wir hier gerade sehen, ist das einzige Match, was kein Titelmatch ist auf der Card. Es gibt sonst nur noch in der Pre-Show oder in dem Kickoff Special gibt es noch Sheamus gegen Damon Sandow zu sehen. Und ansonsten sind es nur Titelmatches. Punk jetzt nach der Clothesline nochmal mit dem Coverversuch, aber das ist natürlich zu wenig. Und ja, auch The Shield stellt ihre Titel immer wieder aufs Spiel. Dean Ambrose bekommt es mit Kane zu tun, während Roman Reigns und Seth Rollins ihre Tag Team Titel aufs Spiel setzen gegen Daniel Bryan und Randy Orton. Daniel Bryan, der in den letzten Wochen überragend ist und eines der Highlights der WWE-Wochenshows zumindest für mich ist, der überragend wieder zurück in seine alte Rolle ein wenig gefunden hat, der wieder aggressiv zu Werke geht, seine Gegner hart bearbeitet, eben beweisen möchte, dass er kein schlechter Wrestler ist und nicht dieses schwächste Glied in einer Kette, wie er es selbst ja immer sagt. Er möchte nicht das weakest Link sein. Stattdessen möchte er eigentlich allen beweisen, dass er auch im Team mit Kane, im Team LNO, eigentlich auch der Stärkere war. Ja, und jetzt hat er so eine kleine Gemeinschaft mit Randy Orton, die allerdings auch immer wieder von ein paar Differenzen geprägt ist. Punk und Jericho schlagen sich jetzt derweil mal durch die Arena. Sind aber ein wenig aufpassen, dass sie nicht ausgezählt werden. Rhea Freeze wird jetzt schon mal 5 angekommen, aber da geht es dann auf Punk wieder zurück in den Ring, aber auch nur, um das Cover wieder zu unterbrechen. Streetwide ist es eigentlich nicht hier. Die beiden machen halt einen da raus. Das können sie dann ja noch durchaus machen. Jetzt muss Punk einstecken. Und hier diesen schönen Suplex von Chris Jericho einstecken.
Also Payback ist definitiv ein Pay-Per-View, auf den ich mich freue, den ich mir definitiv auch angucken werde. Card hat durchaus ein paar Matches, wo ich mir sage, dass die durchaus unterhaltsam werden könnten. Dieses Match hier, Chris Jericho gegen CM Punk, gehört definitiv dazu. Jetzt muss Jericho hier aufpassen, dass er schnell wieder in den Ring wird, aber da geht doch Punk direkt wieder zurück. Ja, die wollen das hier wohl außerhalb des Rings erstmal klären. Da geht's jetzt für Jericho über die Treppe nach draußen. Ja, Punk hat hier eigentlich alles relativ unter Kontrolle. Der ist ja hier auf jeden Fall noch der fittere der beiden. Während Jericho hier doch arge Probleme hat, am Bluten ist und man merkt ihm an, dass er schon ein paar Minuten jetzt hier durchaus mal auch einige harte Aktionen kassiert hat. Ja, nicht nur den GTS, sondern auch einige andere Moves von CM Punk. Den ehemaligen WWE-Champion. Rekordtitelträger, wenn man sich die Regentschaften der letzten 25 Jahre anguckt, hat CM Punk mit seiner über ein Jahr andauernden Regentschaft als WWE-Champion da einen Rekord aufgestellt, der erstmal natürlich durchaus Bestand haben wird. Wenn der aktuelle Champion John Cena da sicherlich versuchen wird, diesen Rekord ein wenig auszugleichen. Hat Punk jetzt hier. Ja, nächste Aktion gegen Jericho. Und um den Count zu verhindern, soll es jetzt hier zurück in den Ring gehen. Ja, man sieht, WWE 13 ist auch von der Computerintelligenz, naja, nicht unbedingt immer auf dem höchsten Niveau. Wenn es auch ein gutes Spiel ist, was mir auch persönlich immer noch Spaß macht. Wir simulieren das ja hier mit den reinen Computerspielern. Also wir haben hier ein Match CPU gegen CPU laufen in einer Arena aus den Community Creations, im Payback. Wo noch niemand so genau weiß, wie es aussehen kann, weil es das erste Mal ist, dass es überhaupt Payback geben wird. Das hat Jericho hier gerade mal sich kurz zurück ins Match gekämpft. Gucken, was er jetzt hier ins Ziel bringen kann. Nicht ganz so viel. Punk jetzt schon wieder sich die Kontrolle anreißt und den Tornado DDT gegen Y2J ins Ziel bringt. Und dann soll es wohl wieder den Elbow Drop geben und der klappt dann auch. Und dann geht es in den Suplex oder in diese Aktion. Ja, ansonsten bin ich natürlich sehr gespannt, was ihr sagt. Damit kann ich schon mal ein bisschen hier vorne weggucken. Was meint ihr, wer gewinnt? Chris Jericho gegen CM Punk? Oder interessiert euch dieses Match überhaupt? Werdet ihr euch Payback angucken? Wie gefällt euch überhaupt dieses Video? Ist ja jetzt das zweite Mal, dass wir einen Kommentar dabei haben, dass ich das hier für euch ein wenig mit Hintergrundinformationen versehe, ein bisschen meine eigene Meinung abgebe und versuche, das Match so ein bisschen zu kommentieren, es ein bisschen kurzweiliger zu machen. Gefällt euch das? Guckt ihr euch die Videos deswegen lieber an? Oder ist euch das auch eigentlich alles Schmutzpiep egal? Feedback immer gerne gesehen, entweder direkt bei WrestlingGames.de, im Forum, auf Facebook oder sonst irgendwo. Ja, und das war jetzt ein harter Kick gegen den Hinterkopf von Jericho, der ihn durchaus auch mal ausnocken könnte. Der liegt auf jeden Fall so da. 1, 2 und dann ist Schluss. Tatsächlich. CM Punk gewinnt. Ohne GTS ist Chris Jericho eben noch ausgekickt. Jetzt reicht ein Kick gegen den Hinterkopf. Während wir die Highlights nochmal sehen, dazu gehört unter anderem auf jeden Fall dieses Duell mit den Pinfalls oder eben auch nicht Pinfalls. Dann sehen wir hier noch den schönen Heelkick von Punk, der Jericho zum Bluten brachte. Sehen dann natürlich auch den Kick, der am Ende Chris Jericho ins Verderben brachte und das siegreiche Cover. CM Punk gewinnt also in Chicago in der Allstate Arena. Sein erstes Match seit seinem Comeback gegen Chris Jericho. Stellt damit ganz klar unter Beweis, er ist der Beste in the World und nicht Chris Jericho. Nun seid ihr gefragt, wird das am Sonntag genauso passieren oder auch nicht? Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei Payback, wenn ihr es euch anguckt, und sage bis zum nächsten Mal, euer Funny.